Hallo ihr Lieben, es ist der Sam Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, in der Nähe von München. Und meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de, auch meine Datingkurse, die mehr gepolt sind, dass ihr im echten Leben jemanden kennenlernt. Aber dazu später mehr vielleicht. Heute gucken wir uns mal ein Video an von der lieben Sascha und reagieren da mal drauf. Und ja, schauen wir mal. Im Online-Dating. Und wobei sollte man aufpassen? Sagen wir es mal kurz und knapp, die meisten dieser Seiten sind nicht an eurer Liebe interessiert, denn sie sind am Geld interessiert, auch wenn es euch noch so... Ja, das ist gleich schon das erste Wichtigste. Man denkt ja immer, dass so eine, das hatten wir beim Thema Tinder ja schon, dass so eine Paar-Dating-Seite, dass sie möglichst schnell Leute vermitteln will, die dann im Idealfall ihr Leben lang gebunden sind und nie wieder einen Pfennig geben an Parship und so weiter. Ne? Das ist natürlich eine, wie soll ich mal sagen, eine 5D-Wunschvorstellung irgendwie. Und das ist immer die Frage, wie ethisch sind die? Muss vielleicht jeder für sich selber beurteilen, aber ich meine, die bilden ja gerade so einen größeren Konzern mit mehreren Dating-Apps. Da kommen wir auch gleich noch zu, wollen an die Börse, soweit ich weiß, und da braucht man natürlich gute Zahlen. Und das hat man natürlich sicherlich nicht, wenn die Leute komplett abgefuckt sind und nie jemanden finden, aber man hat es auch nicht, wenn die Kunden sofort, sagen wir mal, in einer Woche jemanden gefunden hätten und kommen dann nie wieder, ne? Gut, ich weiß es jetzt nicht, aber bei Tinder weiß man ja auch schon, dass da ja durch diesen ganzen Swipe-Mechanismus ja auch eine gewisse, soll ich mal sagen, Konditionierung hergestellt werden soll, dass man einfach auch so ein bisschen Swiping-addicted wird und dabei bleibt und natürlich dann auch mehr Geld da lässt. Ne? Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Erschrecken mag. Die wohl bekanntesten Seiten für eher Ü30 sind Elite Partner und Parship. Elite Partner, die Seite mit den wohl häufigsten Sloganänderungen. Die Adresse für Singles mit Niveau. Die Adresse für Singles und Akademiker mit Niveau. Akademiker und Singles mit Niveau. Singles mit Niveau. Ja, die Anzahl der Was? Ist es nicht mehr nur für Akademiker? Ich gehe da nie wieder hin. Ist wohl so weit runtergegangen, dass man sich auf das Niveau beschränken müsste, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass das auch nicht sonderlich hoch vertreten ist auf der Seite. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Elite-Partner, Parship als auch Lovoo haben eine engere Verbindung als manche Eltern von euch, wo der Papa im anderen Zimmer schlafen muss, weil er so doll schnarchen muss. Pro7. Das ist die Geliebte, die alles zusammenhält. Diese drei, als auch mehrere andere, gehören zu dem Fernsehsender und scheinen als Scheinkonkurrenz, aber eigentlich sind sie gar nicht so eine Konkurrenz, weshalb, wenn man sich zum Beispiel bei Parship abmeldet, man direkt eine Empfehlung bekommt für Elite-Partner. Das Ding. Ja, das wissen, glaube ich, viele nicht, dass sie zum gleichen Konzern gehören. Pro7 und irgendwie gibt es da jetzt auch noch so ein größeres Ding. Kommen wir gleich auch noch zu. Und die wollen, glaube ich, die Dating-Sparte sogar an die Börse bringen. Und man sieht das ja gut bei zum Beispiel Super Bowl, wie da die Werbeplätze vollgeballert werden, wenn das so mitten in der Nacht läuft mit Parship-Werbung, also Online-Dating-Geschäft. Wir hatten ja auch unsere Erfahrung, dass wir versucht haben, mit Soulmatching-Dating-App zu gründen, was ja nicht geklappt hat, bekanntermaßen. Ja, wo wir es versucht haben, das mal anders aufzustellen. Aber gut, das ist mir auch schon aufgefallen, dass das extrem marketingintensiv ist, ne? Und dann, wenn das natürlich im Fernsehsender gehört, ist natürlich genial irgendwie, ne? Kann man nicht anders sagen. Und dann können die ja direkt ihre eigene Werbung machen. Das gibt ja, also Parship gibt unfassbar viel Geld aus für Werbung und sieht man ja auch überall, ne? Und die Elite-Partner natürlich auch. Und Lavoo käme jetzt nicht so mit aus. Für Leute mit Niveau. Aber was ist denn genau so schlimm daran und was macht diese Dating-Seiten so gefährlich? Naja, zum einen die Slogans. Und ja, zum einen ist es die seriöse Befragung. Wie muss ein Wohnraum temperiert sein? Mann, mich hat noch nie jemand gefragt, wie warm die Wohnung sein muss, damit ich mich wohlfühle. Ja, es gibt ja jetzt einen Persönlichkeitsfragebogen bei Parship, apropos, wir haben jetzt auch einen bei Liebeship, aber ist ein anderes Thema. Findest du auf der Homepage, aber da geht es um, ja, um Liebeship-Themen. Aber was die da machen am Anfang, da wüsste ich auch gerne mal, auf welcher Grundlage das so ist. Keine Ahnung, habe ich mich damals sehr stark gefragt, habe das jetzt auch nicht weiter recherchiert.
ich denke, man sollte darauf an, das hätten wir auch bei Soulmatching ja auch gemacht, vor allen Dingen Bindungserwartungen, Bindungsstile, Polaritätserwartungen und so weiter abfragen. Wo, was ich damals erlebt habe, was ganz gut funktioniert hat, ist, dass so Hobbys gematcht werden. Das ist ja vielleicht auch nicht so die größte Kunst. Ansonsten hat mir Parship wirklich, also bei mir ist da nie was rausgekommen, hat mir wirklich ja, auch mal wirklich sehr toxische Beziehungen oder eine zumindest beschert und ja, gut. Aber gut, vielleicht ziehen wir das eher an aus dem Universum. Wenn es nicht Parship gewesen wäre, wäre es woanders gewesen, weil es unsere Lernaufgabe war. Whatever, aber ich tendiere wirklich einfach immer wieder dazu zu sagen, geht raus, manifestiert euch euren Partner und ja, haben wir ja Manifestationsstellen, das gibt es auch wieder im Dezember. Probiert es wenigstens mal aus. Datingkurse, ist natürlich alles scheiße mit Corona jetzt, aber ich will auch, wenn jemand meint, er soll online daten, dann macht es, aber ja. Und dann kommt Parship. Denn die psychologisch gewählten Fragen, die sich auf eure Person beziehen, richten sich eigentlich mehr oder weniger nach eurem Gehalt. Denn das ist der Main-Faktor bei diesen Singles mit Niveau. Und dabei beziehe ich mich jetzt nur auf Parship und Elite-Partner. Denn der Beitrag richtet sich nach dem Einkommen. Das heißt, wenn ihr mehr verdient, müsst ihr auch mehr Geld zahlen im Jahr. Und wenn ihr weniger verdient, müsst ihr auch weniger Geld im Jahr zahlen. Wenn sie angibt, dass sie zwischen 75.000 und 100.000 Euro im Jahr verdient, dann zahlt sie insgesamt 629 Euro jährlich. Wenn sie aber ein Jahreseinkommen von nur 15.000 Euro angibt, sind es auch nur noch 366 Euro im Jahr. Ja, so funktionieren eigentlich auch Steuern, aber ob das wirklich auf einer Dating-Seite so sein sollte, das ist natürlich die Frage. Und wenn ihr nach zwei Wochen vielleicht doch keine Lust habt... Ja, also das ist schon echt krass. Also ob die Fragen jetzt anders sind, das glaube ich jetzt gar nicht mehr unbedingt, aber... dass man da völlig andere Preise angeboten kriegt, ja, ist bekannt. Aber ich habe auch erst erfahren im Rahmen von Soulmatching und es ist einfach krass. Die haben natürlich irrsinnige Datenmengen, können genau gucken, ja, wie viel hat da jemand zur Verfügung. Das ist irgendwie auch fucking Marktwirtschaft, ne? Ich meine, auch wenn mir das gefällt oder nicht, da geht es halt rau zu im Business und können gucken, in welcher Region fehlen Männer, wo fehlen Frauen, können das alles genau steuern. Das ist schon echt krass irgendwie, ne? Könnt ihr selbstverständlich das einfach kündigen? Oder ihr macht das vielleicht wie Parship oder Elite-Partner und sagt dann, ja nee, jetzt habt ihr doch hier Dienstleistungen in Anspruch genommen, jetzt zahlt ihr aber wenigstens mehr als die Hälfte vom Jahresbeitrag, weil sonst ist das uncool, denn ihr kriegt doch nicht gratis Dienstleistungen von uns. Seltsam ist nur, dass mehreren Berichten zufolge in den ersten zwei Wochen super, super viel Kontakt stattfindet zwischen einzelnen Usern. Nach zwei Wochen aber... ist ein bisschen mau wird und dann nicht mehr so viel Angebot ist. Also sprich in den zwei Wochen, wo man noch zurückziehen kann. Und das ist nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern aus Erfahrung. Ja, dass diese Sache mit dem Widerrufsrecht, da hat Parship echt einen extrem, finde ich, nach meiner Wahrnehmung wirklich schlechten Ruf gehabt, auch was so Verlängerungsgeschichten angeht. Ich meine, das hätte sich jetzt nach der einen oder anderen Auseinandersetzung alles ein bisschen glatt gezogen. Aber, naja, da mussten viele ganz schön blechen, wenn sie in den 14 Tagen gekündigt haben. Das hing, glaube ich, wurde auch argumentiert, glaube ich, mit diesem Persönlichkeitstest. Aber ich meine, das wäre jetzt nicht mehr so... Aus dem Internet. Das Internet, die sicherste Quelle der Welt, ist sogar von communityparship.de. Also es wird da ausgetauscht und die Leute werden aber besänftigt. Und es wird gesagt, ja, ist doch manchmal so. Aber das Geschäft lohnt sich. Von unseren Offices in Hamburg, Los Angeles, London, Amsterdam... sorgen wir weltweit für magische Momente. Die Parship Meet Group bildet das Segment Dating der ProSiebenSat.1 Group und erzielte 2020 einen Außenumsatz von 333 Millionen Euro, circa 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Aber ehrlich gesagt ist das Also ich sag ganz ehrlich, ich finde es nicht viel. Das sind jetzt alle zusammen. Als ich die Zahlen das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, mehr ist das nicht. Das sieht natürlich jetzt viel aus. Aber jetzt hören wir gleich die Zahlen von Tinder, die ja noch nicht mal ein monatliches Modell haben. Ich finde es nicht viel. Und naja, aber vor allen Dingen, also ich habe die Zahlen leider nicht mal gefunden. Ich habe die mal gesehen über die Jahre von Parship. Also die hatten mitnichten immer gute Jahre und haben auch mal Mitgliederzahl hat sich da auch wirklich stark verändert teilweise. Aber jetzt mit Corona boomen die natürlich alle, ne? Alle. Denn Tinder hat im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von rund 1,4 Milliarden US-Dollar gemacht. Aber die Liebe... Gut, wenn man jetzt weiß, dass Tinder weltweit addiert, finde ich selbst, das ist natürlich jetzt ein Vielfaches.
Aber ich finde, ich hätte eher nicht immer gedacht, dass, als ich, wie gesagt, als ich die Zahlen damals gesehen habe, habe ich gedacht, dass sie noch mehr erwirtschaften. Das muss man bei Tinder natürlich sagen, das sind alles Zusatzleistungen, weil die App an sich ist ja kostenlos, ne? Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Wie gut die das drauf haben, Leute dazu so Zusatzsachen zu verführen, sage ich mal. Da geht sie, glaube ich, jetzt auch noch drauf ein. Ist doch der Fokus. Der Umsatz ist ja an sich nur Nebensache, oder? Zwar kann man bei Dating-Plattformen wie Tinder und Lavoo größtenteils alle Funktionen umsonst nutzen, aber es gibt da super coole Special-Funktionen, die euch viel, viel schneller zu eurem Glück verhelfen sollen, als es eigentlich schon geht. So bietet Tinder diverse Funktionen für Leute unter 28, über 28, Tinder Gold, What? Tinder Plus, Tinder Platin. Ja, ihr könnt euch alles... Okay, das kenne ich selbst noch nicht. Ich kenne nur diese Sachen mit, ja, dass man sich an beliebigen Orten einchecken kann und solche Sachen, aber das ist da, das wusste ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ja, die sind da, ich meine, wie nochmal, die haben irrsinnige Datenmengen und das, klar, es ist alles letztlich eine Rechensache, ne, was funktioniert. Man kann Sachen ausprobieren, kann AB-Tests machen und so weiter und so weiter. Angucken, was ihr möchtet. Die Frage ist doch aber, wie nützlich sind solche Funktionen eigentlich? Zwar stehen in der kostenlosen Version bei Tinder rund 100 Likes pro Tag zur Verfügung, aber das scheint manchen Leuten gar nicht zu reichen. Bei Lavoo sieht das dagegen ganz, ganz anders aus. Was? Ja, man wird einfach richtig addicted von diesem Kram und weiß ich nicht, das ist die Frage, ob man das nicht auch abtrainiert, dass man mit einem Partner zufrieden ist, weil man immer wieder denkt, da ist noch jemand, da ist noch jemand, da ist noch jemand. Und also, wenn das so gut funktionieren würde, alles, wie man sich das vielleicht erhoffen würde, dann würde man das wissen, wird nicht überall hören, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Natürlich gibt es immer irgendwelche, die sich da gefunden haben. Aber naja, ich habe das ja in vielen anderen Videos schon gesagt, wo ich da die Probleme sehe. Einmal, ne, dass man viele Dating-Informationen nicht hat, wie Geruch, Ausstrahlung, dieses Ganze, dass sämtliche Bindungsängstler und krassen Verlustängstler der Welt, weiß man auch. Gibt es Untersuchungen zu lieben digitale Kommunikation, also dass man da, dann haben wir Female Choice und so weiter und so weiter. Naja, ich will das Video jetzt nicht sprengen. Ja. Ein weiteres Problem beim Online-Dating ist die Benachteiligung von Männern. Besonders am Beispiel von Lavoo ist es sehr auffällig, dass Männer ausgeschlossen werden. Denn solange du eine Frau bist, ist auch alles in Ordnung. Du kannst dir gratis viele anschauen, du kannst gratis Männer anschreiben, aber wenn du ein Mann bist, musst du dir das erspielen und die Bild. Ja, also soweit ich, wie gesagt, Lavoo fehlt mir echt Knowledge, aber ich denke, dass die Partnerbörsen das so machen, je nachdem, was sie brauchen, irgendwie so, ne? Und wenn, das hängt, glaube ich, stark vom Alter ab, also ich kann schon sein, dass es, ja, dass sie meinen, sie brauchen bestimmte Altersgruppen mehr Männer, aber ich weiß, dass es definitiv, weiß ich auch von Soulmatching, Altersgruppen gibt, wo viel mehr Frauen sind, ne? Und ja, da müsste man das fast andersrum machen. Also ich denke nicht, dass sie irgendwie Frauen und Männer bevorzugen, sondern dass sie einfach gucken, einfach ihre Zahlen angucken und überlegen, was funktioniert am besten. Und Fakt ist natürlich, ich weiß nicht, ob es daran vielleicht auch liegt, hatte ich eben schon gesagt, Female Choice. Bis zu einem bestimmten Alter haben Frauen einfach alle Vorteile im Online-Dating. Man aufgrund dieses Female Choice-Ding, was letztlich eine biologische Geschichte ist, sagt man so, dass ja, 70-80% der Frauen auf die 20 attraktivsten Männer gehen und ja, 80% der übrig bleibenden Männer auf 20% der übrig bleibenden Frauen gehen. Wobei Attraktivität ist natürlich, ich sag das jetzt mit riesen Anführungsstrichen, weil wir wissen ja alle, die ganzen Probleme mit Filtern, uralte Fotos, bestimmte Attraktivitätsmerkmale, die auf Fotos sich gar nicht abbilden, gerade bei Männern. Also könnte man jetzt 24-Stunden-Video am Stück machen, aber ich erspare euch das mal. Sind alle geblurrt. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass es einen gewissen Männerüberschuss gibt auf Dating-Plattformen, aber meiner Meinung nach nicht gerecht. Also definitiv nicht über 40. Kann mir, also nach meinen Erfahrungen, die wir gemacht haben, no fucking way. Aber darunter weiß ich nicht.
fertig, dass Männer mehr dafür zahlen müssen als Frauen. Und dass das in unserer kleinkarierten Zeit nicht angesprochen wird, finde ich persönlich super, super witzig. Denn im Endeffekt sind ja nur Männer, ne? Und ich bin auch ein Pick-me-Girl. So, was spreche ich das überhaupt an? Aber was genau ist denn dann die Intention von Dating-Plattformen? Das mag euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich habe schon mal erwähnt. Cash, 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 Cash. Durch seltsame Werbungen, vermeintlich attraktive Personen und geschickte Produktplatzierung auf YouTube und Co. sollen Menschen suggeriert werden, dass der Partner für sie... Ja, ich meine, es ist ein Business, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Milch ist ein Business, vegane Milch ist ein Business, Paartherapie ist ein Business und ja, hallo, natürlich müssen die Geld verdienen, ne? Ich meine, sonst muss der Staat das halt anbieten, das Bundesbindungsministerium. Also, ne? ich bewundere ja auch immer, also gerade nachdem wir das selber hier mal probiert haben, bewundere ich immer eine unternehmerische Leistung, dass man so ein Ding auf die Beine gestellt hat, weil das ist unfassbar komplex, diese ganze Software-Seite, sehr, also soweit ich das abschätzen kann, enorm personalintensiv. Das muss man erstmal alles ans Laufen kriegen und ja, und wenn man dieses unternehmerische Risiko eingegangen ist und dann irgendwann auf der anderen Seite durchgekommen ist, dann will man natürlich auch Geld damit verdienen. Ja, sollte man das vielleicht ein bisschen transparenter machen, alles, womit man Geld verdient und wie man Geld verdient? Ja, finde ich auch. Also wäre zumindest mein Anspruch. Also dass sie jetzt Geld verdienen wollen, kann man natürlich nicht per se vorwerfen, so. Dort zu finden sein. Aber versteht mich nicht falsch. Es gibt mit Sicherheit diverse Erfolgsgeschichten von Menschen, die sich auf dieser und dieser und dieser Plattform kennengelernt haben. Und es gibt bestimmt irgendwo irgendwelche Tinder-Babys, die bestimmt noch zusammen sind und nicht bevor das Kind. Also ich meine, ich hätte es mal irgendwo gesehen, dass jemand mal so alle 11 Minuten verliebt sich an Single auf Parship, dass jemand das mal umgerechnet hätte auf die Leute, die da sind, wie viele Leute da angemeldet sind. Und ich meine, es wäre nicht so schmeichelhaft gewesen, was da rausgekommen ist. Vielleicht findet das jemand nochmal, ich weiß es nicht. Aber ja, also natürlich bilden sich da Paare, ne? Ich kenne auch welche, ne? Und wie gesagt, das ist... Für viele Menschen ist das vielleicht der einzige Weg, überhaupt irgendwie zu daten. Allerdings wird es ja heutzutage auch manchmal zu so einer Freizeitbeschäftigung, wenn einem langweilig ist. Also ich habe in meiner Laufbahn hier Menschen kennengelernt, die Tinder nur einfach oder Parship, weil ihnen langweilig ist. Sie sind in einer Beziehung und auf Tinder, ich weiß nicht, wie es auf Parship ist, sind ja über 40% sind ja nicht mal Single. Da fragt man sich immer, was für eine scheiß Welt leben wir eigentlich? Alter, können die Aliens endlich kommen und uns abholen? Ja, echt. Alter Verwalter, oh, die Welt ist einfach so verrückt irgendwie. Naja, egal. Noch nicht mal geboren ist, schon direkt getrennt sind, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass heutzutage Beziehungen so funktionieren. Aber wie erklärt man Jahresbeiträge in Form von Huhn? Oh, war ja gerade Jellis. Ach, da war ja gerade die Jellis. Krass, 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 krass. Na gut, ich meine, Celebrity scheint nicht unbedingt gut zu sein für Beziehung, sage ich mal. Aber wenn man jetzt die beiden da sieht, Jellitz und Jimmy Blue, ja, da kann man, ja, die haben es halt auch nicht leichter als andere und ja, sind scheinbar auch ein bisschen schnell da reingerasselt, aber Gott, so ist das Leben halt und ob man das dann alles immer so in die Öffentlichkeit ziehen muss, vielleicht eine andere Frage, aber naja. Von Euros für monatelange Funkstille, Streaming-Funktionen, die es Menschen auf einer Dating-Plattform ermöglichen, Geld einzunehmen, was eigentlich nicht der primäre Zweck sein sollte. Ich will damit Dating-Seiten auch nicht verteufeln. Ich will nur damit sagen, dass die Liebe eben das ist, womit man sehr, sehr viel Geld... Na, das hat mit Liebe natürlich nichts zu tun, sondern eher mit Chemie, unserer Biologie... dass so ein Wunschtraum vermittelt wird. Es ist ein bisschen wie mit Lotto spielen, ne? Da hat man ja auch, mein Gott, was kann schon so schwierig sein? 6 Kugeln aus 49. 49 durch 6, wie viel ist das? Weiß nicht, ungefähr 7, 8. Super, ich habe super Chancen. Also das gaukelt natürlich der Psycho ein bisschen vor, dass es irgendwie easy wäre, ne? Dieses ganze Angebot. Aber werde ich ja bestimmt viel drunter kommentieren, ist es natürlich nicht, ne? Ist es überhaupt nicht. Und aber es hat mit Liebe natürlich erstmal nichts zu tun, aber schon mit dem Bindungsbedürfnis, das wir als Menschen natürlich haben. Und ja, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Ich meine, es wird auch nicht weggehen, es gibt ja einen Markt dafür. Wie gesagt, früher war wahrscheinlich die Karnevalsparty im Dorf oder das Feuerwehrfest
wo man dann persönlich Leute wirklich kennenlernen konnte und abchecken konnte, mit wo man gleich das Bindungssystem seinen Riechtest machen kann, das genetische Passungssystem, und man kriegt die Ausstrahlung von jemand mit. Aber gut, die Welt digitalisiert sich immer mehr, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Ich meine, ich lebe da letzten Endes auch von. Aber ich würde es immer noch gut finden, mal, wenn man eine Partnerbörse hätte, die einfach nach, also ich habe das immer noch im Kopf, wie ich eine Partnerbörse aufziehen würde. Also wenn ich dem nochmal einen Schwall geben soll, sagt's mir gerne. Ich bin ja eigentlich gerade wieder ziemlich von abgekommen. Schreibt mir gerne. Wenn ihr andere Liebeschippler daten könnt, kann ich ja auch nochmal einen Link drunter packen, wobei das ersetzt es, glaube ich, nicht, so eine Partnerbörse. Aber ob ich nochmal den Nerv dazu habe, ich weiß nicht. Machen kann. Ob es im Fernsehen ist. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen können sich schöne Mädchen verbergen. Oder eben doch hierzulande mit billigen Werbung und schlechten Konzepten. Das Problem dahinter ist, dass, obwohl ich ja eben schon diverse Videos dazu gemacht habe, laut und deutlich meine Kritik ausgesprochen habe, was an Elite-Partnern nicht gut ist oder was an Parship nicht gut ist, dies eher mit einem Augenzwinkern aufgenommen wird und eher mit einem Rabattcode reagiert wird und Geschenken für mich. Noch einmal, bei uns wollt, mit dem Code Wunder, dass wir das nicht falsch geschrieben haben, ne, gibt es eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft für 3 Tage zum Testen. Und da kann man sehr, sehr gut sehen, wie diese Firmen eigentlich ticken, denn es geht im Endeffekt nicht um ein gutes Image oder um sichere Erfolgsquoten oder um irgendwelche Erfolgsgeschichten, sondern es geht rein um Geld. Ob ich Online-Dating empfehlen würde, um einen Partner zu finden? Solange es kostenlos bleibt und man mit den kostenlosen Funktionen auskommt, ohne irgendwas dazu zahlen zu müssen, definitiv. Solange es. Ja, aber das ist doch albern. Ich meine, nichts gibt's umsonst. Also entweder das funktioniert mit Werbung, wie es gibt noch nicht umsonst Seiten, weiß nicht, ob es die noch gibt. Wie hießen die denn noch? Ist egal, komme ich gar nicht drauf. Aber das ist doch Quatsch. Also das ist totaler Quatsch. Es gibt nichts umsonst. Alles kostet fucking Geld. Und wenn es auf den ersten Blick kein Geld kostet, dann kostet es hintenrum Geld irgendwie so, ne? Also das, wie sollen sich Angebote halten in der Marktwirtschaft, die keinen Umsatz generieren, ne? Das ist, auch YouTuber können sich nur halten, weil sie entweder was anderes nebenbei machen oder Sascha hat natürlich hier 467.000 Abonnenten. Ja, weiß ich, kenne die jetzt nicht weiter, aber die wird da wahrscheinlich von den Werbeeinnahmen leben können oder Placements, aber ich weiß es nicht. Aber irgendwo muss die Kohle herkommen, ne? Das ist ja Quatsch. Also das finde ich, weil auf einer Ü30-Party musst du auch Eintritt zahlen, ne? Ich meine, wenn die Richtung geht, wo man pro Nachricht bezahlt und vielleicht wirklich auf Features angewiesen ist oder als Mann darauf angewiesen ist, irgendwelche Credit Points zu zahlen, damit man sich Profile anschauen kann, dann doch eher weniger. Denn meiner Meinung nach. Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, wenn man schon auf Datingbörsen geht, viele Gründe tatsächlich mit der kostenlosen Version von Tinder. Weil, was ich gehört habe, eh die gleichen Leute drauf sind. Aber wie gesagt, man wird da ein bisschen addicted von. Das wird man natürlich von Social Media auch und ja, also ob da jetzt, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, vielleicht gibt es auch doch ein paar Unterschiede, was die Menschen angeht, vielleicht ist einem dieses ein bisschen langsamere vom Parship lieber, aber ob es da jetzt so fundamentale Unterschiede in den Erfahrungen gibt, ich weiß es nicht. Also meine Erfahrung war es damals nicht, ich war auch auf Tinder. Und ja, keine Ahnung, aber könnt ihr ja gerne mal kommentieren. So. Solche Funktionen komplett unnötig, denn wenn man wirklich auf der Suche ist nach einem Partner, kommt man auch mit 100 Likes pro Tag aus, ohne irgendwelche extra Funktionen dazu kaufen zu müssen. Ja, aber nehmen wir mal an, es wird jetzt wirklich, nehmen wir mal an, das hätte geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe mit Soulmatching, und man hätte wirklich so eine ethische Partnerschaftsbörse, die genau aufschlüsselt, was leistet sie, welche Ziele hat sie, vielleicht auch Geld verdienen, aber vielleicht viel mehr, dieses wirklich Leute in Beziehung bringen, wird genau aufgedeckt, wie sie funktioniert und so weiter. Warum sollte man für sowas nicht auch Geld bezahlen sollen? Oder wenn jemand anders das macht, gilt das nicht genauso? Vielleicht kommt ja sowas noch. Gibt ja auch andere, die ich jetzt aber auch nicht näher kenne. Also insofern, wenn es ein wirklich gutes Produkt ist, zahlt man doch auch Geld dafür irgendwie, ne? Aber klar, wenn man irgendwas, wir leben natürlich in einer Umsonstgesellschaft, wenn man irgendwas umsonst kriegen kann, nur die Sachen sind oft nicht, irgendwie doch nicht umsonst, irgendeinen Preis zahlt man dann doch dafür, wahrscheinlich selbst für die Umsonstversion von Tinder wirst du auch irgendeinen Preis bezahlen, definitiv. Und wenn man wirklich vielleicht einen Tinder
Platin, Premium, Gold, Bums kaufen muss, dann ist ja wohl klar, was man denn wirklich auf dieser Plattform sucht. Ja, ist natürlich auch leicht gesagt, wenn man jetzt, ich weiß nicht, sie ist ja scheinbar jung, sieht gut aus. Ich meine, wenn sie auf, nein, sie braucht das sowieso nicht, sie wird wahrscheinlich eh angesprochen, aber ist auch leicht gesagt, wenn man in so einer Lage ist, wo einem die Männer ihre Date-Vorschläge wahrscheinlich um die Ohren hauen irgendwie und was, weiß nicht, sie ist wahrscheinlich 2-3 Tage auf Tinder und hat, weiß ich nicht, 200 Matches, aber das haben andere halt nicht, ne, die vielleicht älter sind, nicht so gute Fotos haben, was weiß immer, was für andere Probleme haben, 20 Kinder haben, keine Ahnung. Und deswegen ist immer alles so leicht gesagt, ne, aber ich denke tatsächlich, also meiner Ansicht nach ist es, glaube ich, auch wirklich wahrscheinlich das Beste, es echt offline zu probieren, weil das sagen ja auch viele aus der Red Pill-Bewegung, die ich sehr kritisch sehe, nicht, aber ich wollte es nur sagen, die kümmern sich ja oft ums Offline-Dating, dass sie sagen, hey, date off, also gerade für Männer, date offline, sind deine Chancen viel besser. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, da ist verdammt viel dran, weil du als Mann ganz andere Qualitäten zeigen kannst im echten 1-zu-1-Kontakt, ne, die du über Tinder gar nicht transportieren kannst, wenn du nicht gerade wie Model aussiehst. Aber gut. Die Liebe seines Lebens, sondern vielleicht doch eher die Anzahl. Und prinzipiell ist Tinder meiner Meinung nach die beste Auswahl von diesen genannten Plattformen. Einfach ja, weil es das beste Angebot meiner Meinung nach hat. Kostenlose Funktionen, die auch wirklich ausreichen. Es sei denn, ihr seid super horny. Und sie haben auch meiner Meinung nach die beste Werbestrategie. Aber man muss auch ehrlich sagen, die Konkurrenz ist nicht groß dafür. Und das zu toppen, ich parshippe jetzt, ist ja auch wirklich nicht schwer. Das war's mit dem Video. Ich vermisse Pflanzi. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Und ich bin jetzt weiterhin noch im Urlaub. Puh. Genau, guck gerne bei der Saschka vorbei. Ich persönlich habe keinerlei Verbindung zu Tinder, Parship oder noch irgendwas. Sag ich auch mal gleich. Es war jetzt reines Interessevideo. Ich hoffe, es hat euch einen Mehrwert gebracht. Liked auch gerne meinen Kanal. Und gebt es gerne weiter. Kommt mal auf liebeschipp.de vorbei. Und macht die fucking Dating-Kurse, dass ihr jemand im echten Leben anzieht, wirklich. Und probiert auch gerne mal, bei mir hat das hervorragend geklappt, Manifestations-Challenge aus, was Partner angeht. Und ist auch nicht teurer als ein Monat, das eine oder das andere. Oder 2 Monate zumindest. Und geht ja auch nicht nur um Partner, die Manifestations-Challenge, davon mal ganz ab. Manchmal, also ich persönlich glaube ja, dass wir viel mehr Macht haben, alle, als man denkt, aber it's up to you. Du triffst deine Entscheidung und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.